Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu unserer Veranstaltung über die SDGs. Und ich werde mit Ihnen zusammen nun das SDG 8 etwas genauer angucken, wenn es um die menschenwürdige Arbeit und um das Wirtschaftswachstum geht. Das sind ja zwei Begriffe, die sind an sich, könnte man sagen, schon relativ alt für uns. Das heißt, unser System ringt schon lange damit. Und ich weiß nicht, wie Ihnen das so geht, wenn immer, dieser Begriff des Wirtschaftswachstums auftaucht, dann kommt auch gleich so eine Art Protest vor. Was hat Nachhaltigkeit mit Wirtschaftswachstum zu tun? Das schauen wir uns jetzt ein bisschen in dieser Episode an. Und ich würde Ihnen gerne vermitteln, warum dieses Thema menschenunwürdige Arbeit überhaupt immer noch relevant ist. Und was ist der ökonomische Hintergrund, den wir dort haben? Und dann natürlich die Frage, verträgt sich Wirtschaftswachstum mit Nachhaltigkeit? Das ist an sich ein ganz großes Thema. Wir reißen das mal hier ein bisschen dort an, damit Sie so eine Ahnung davon kriegen, dass das eigentlich nicht einfach zu lösen ist. Denn es ist ein Dilemma. Und deswegen ist das Lernziel 3, dass wir lernen, dieses Dilemma, dieses Spannungsfeld auch auszuhalten. Ja, jedes Oberziel hat auch ganz, ganz viele Unterziele. Ich habe bewusst Ihnen hier mal so eine volle Folie mitgebracht. Die können Sie, halten Sie den Film ruhig mal an, studieren noch einmal diese ganzen Begriffe, die da auftauchen, dass Sie eine Idee haben, was denn eigentlich unter menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum hier so gefasst ist. Sie lesen ganz bekannte Begriffe wie das Thema Kinderarbeit oder auch sogar das Thema der Zwangsarbeit, moderne Sklaverei. Es geht um sowas wie technologische Modernisierung, um menschenwürdige Arbeit hinzukriegen. Es geht auch um die Frage von Wachstum, aber interessanterweise steht hier von Kleinst-, Klein- und Mittelunternehmen, vor allen Dingen auch in den Ländern des globalen Südens. Wir haben das Thema der Vollbeschäftigung, das, was dort drin ist. Wir haben die Frage des Zugangs zu Geldes. Also eigentlich ist das alles ganz, ganz viel unterschiedliche Themen, die wohl irgendetwas mit Wirtschaften und vielleicht sogar mit dem Thema des nachhaltigen Wirtschafts zu tun haben. Und zwar hier in der Form und der Frage nach der menschenwürdigen Arbeit und nach dem Wirtschaftswachstum. Was ist das zugrunde liegende Dilemma? Warum ist das überhaupt noch ein Thema? Und das hängt mit einer ganz einfachen Formel und mit einer uralten menschlichen Frage zu tun. Das eine, was Sie hier auf der Folie jetzt sehen, das ist Justitia. Und das andere ist unsere betriebswirtschaftliche Formel. Gewinn ist gleich Ertrag minus Kosten. Und Gewinn ist gleich Ertrag minus Kosten und Justitia haben ein Problem miteinander. Falls Sie dieses Bild nicht kennen von Justitia, die Frau, die dargestellt ist, in der Form einer Göttin, die mit verbundenen Augen eine Waage hält und ein Schwert. Das sind so die drei Elemente, die etwas ausdrücken sollen. Die Waage drückt aus, dass es etwas zum Ausbalancieren geht. Es geht letztlich um die Frage von Gerechtigkeit. Spannend finde ich die Augenbinde. Das bedeutet nämlich, es gibt Gerechtigkeit ohne Ansehen auf die Person. Das heißt, egal wer ihr gegenübersteht, es geht immer um die Frage, wie schafft man Gerechtigkeit. Und wenn das dann gefunden ist, dann geht es um das Schwert und dann geht es um das klare Durchsetzen dieser Gerechtigkeit. Wenn die Welt mal so einfach ist, wenn sie so einfach wäre, dann hätten wir auch nicht so ein Problem mit unserer Formel Gewinn ist gleich Ertrag minus Kosten. Das möchte ich Ihnen auf eine andere Art und Weise einmal darstellen. Wenn wir das mal auflösen und sagen, was heißt das eigentlich? Gewinn ist gleich Ertrag minus Kosten. Fangen wir mit den Kosten an. Kosten ist das Geld für andere. Das ist das Geld, was ich abgebe, meine Kosten, wenn ich das Geld jemand anderes gegeben habe als Unternehmen oder auch ich persönlich, wenn ich einkaufen gehe. Meine Kosten sind die Einkommen der anderen. Also das ist das Geld für die anderen. Und das ist natürlich immer der spannende Punkt, so wenig wie möglich dafür zu zahlen, dass andere eine Leistung für mich bringen. Das ist in diese Formel eingebaut, das Geld für die anderen. Die Kernfrage, die wir haben, ist, zahlen wir vollständig für die Leistung, die wir in Anspruch nehmen. Und Kosten trägt ja in sich schon allein so diese Vorstellung, wow, Kosten muss man reduzieren, die muss man minimieren. Und Personalkosten muss man minimieren. Aber Personalkosten sind zugleich Mitarbeitereinkommen. Und wenn das plötzlich als Mitarbeitereinkommen, dann setzt so eine Beißhemmung an. Ach, Mitarbeitereinkommen reduzieren, das ist ja so eine Sache. Es ist aber derselbe Euro, der bewegt wird. Nur unterschiedlich ausgeflaggt. Kosten ist das Geld für andere. Wenn ich Kosten reduziere, um meine Gewinne zu steigern, dann nehme ich anderen Einkommen weg. Das heißt, die anderen haben einen geringeren Einkommenszufluss. Die Erträge. Meine Erträge war vorher das Geld der anderen. Das ist das, was ich haben möchte. Ich möchte das Geld der anderen dafür haben, dass ich eine bestimmte Leistung anbiete. Und hier stellt sich die Frage, ob
das sinnvolle Leistungen sind, für die ich Geld bekomme und welche Nebenwirkungen diese Leistungen haben, wofür Menschen zahlen. Ist das eigentlich sinnvoll, das Geld der anderen, das zu mir fließt? Ja, und die Differenz ist dann das Geld für mich, der Gewinn. Das Geld für mich, das ist das, was ich als Unternehmer am Ende dafür behalten darf, dass ich mit dieser Gleichung, dieser einzelwirtschaftlichen Gleichung mein Geschäft betrieben habe und immer dafür sorge, dass die Erträge größer sind als die Kosten. Dass ich mehr Geld von anderen kriege, als ich als andere zahlen muss. Die Differenz kann ich behalten. Und da stellt sich die Frage, ist das angemessen? Hier haben wir auch zum Beispiel die ganze Frage der Managergehälter, wir haben die Frage der Unternehmensgewinne, wie hoch müssen die eigentlich sein? Wie angemessen sind eigentlich Unternehmensgewinne? Und auf der anderen Seite, das Geld für anderen, haben wir zum Beispiel auch die ganze Mindestlohndebatte drin. Also diese Mindestlohndebatte ist ja Ausdruck davon, dass diese Formel es nahelegt, so wenig wie möglich Kosten, Personalkosten zu haben und andere Menschen zu zahlen, dafür etwas für mich leisten. Na, und weil in dieser Formel die Externalisierung, so nennt der Ökonom das, die Externalisierung der Wirkung eingebaut ist. Das heißt, ich versuche, so viel Geld, so hohe Preise wie möglich durchzusetzen, auch wenn vielleicht die Leistung nicht stimmt. Alles im legalen Bereich, das ist total wichtig. Wir reden hier nicht über illegale Geschäfte. Und die Kosten so niedrig wie möglich zu halten, um meine Gewinne einzufahren. Dann ist das alles völlig legal und auch legitim. Es ist in diese Formel eingebaut. Und das, was ich nicht zahlen muss, legt die Formel nahe, zahle ich erstmal nicht. Deswegen haben wir auch so eine Machtdiskussion, so eine Wertediskussion und so eine Bildungsdiskussion. Es geht genau darum, die Kraft dieser Formel zu zähmen, sie ein Stück weit einzufangen, dass eben wirklich das Geld für die anderen gezahlt wird und auch für Naturschutz gezahlt wird, für Menschenschutz gezahlt wird, für Einkommen gezahlt wird, dass man anderen nicht so viel Geld wegnimmt, weil man ihnen nur die Macht dazu hat, bestimmte Preise durchzusetzen beispielsweise. Und die Bildungsdiskussion hat etwas damit zu tun, dass Wirtschaft heute ein so komplizierter und komplexer Prozess geworden ist, dass es auch mit dieser einfachen Formel gar nicht mehr so einfach ist, umzugehen, vor allen Dingen, wenn man ein größeres Unternehmen ist. Das ist die Urkraft der betriebswirtschaftlichen Logik. Gewinn ist gleich Ertrag minus Kosten mit eingebauter Externalisierungswirkung. Und das hat was mit der Menschenwürde zu tun. Diese eingebaute Externalisierungswirkung heißt eben auch, zahle so wenig wie möglich Lohn für die Arbeit, die du bekommst, die andere Menschen für dich leisten. Und daher kommt dieser Punkt, die menschenwürdige Arbeit, auch das weltweite Thema, was wir dort haben, obwohl wir alle uns relativ klar sind, die Würde des Menschen ist unantastbar. Artikel 1 unseres Grundgesetzes. Und wenn wir das übersetzen, leiten wir das über in zwei Prinzipien. Das eine Prinzip ist das der grundsätzlichen Subjektstellung. Großes philosophisches Thema, relativ einfach ausgedrückt heißt es, behandle Menschen nie nur als Objekt für deine eigenen Ziele, also als Mittel für deine eigenen Zwecke. Denn dann werden sie ein reines Objekt. Menschen sind immer auch Personen, ausgestattet mit einer eigenen Würde und dürfen niemals auf ihren reinen Mittelcharakter, auf ihren reinen Objektcharakter reduziert werden. Aber genau das passiert in allen wirtschaftlichen Prozessen, wo es im Wesentlichen darauf ankommt, Arbeit so zu gestalten, dass ich zwei Hände brauche. Es geht nur darum, dass zwei Hände etwas zusammenlöten, etwas zusammennähen, in irgendeiner Form zusammenstecken. Nur darum geht es, dass hinter den zwei Händen eine ganze Person steckt, ist eigentlich eher störend. Das heißt, es geht um die Prozesse, die ich nicht automatisieren kann, nicht in Maschinen übersetzen kann, in Roboter übersetzen kann, die sehr viel zuverlässiger arbeiten würden, als Menschen das tun. Oder in den Bereichen, wo ich Menschen so wenig Geld zahlen muss, dass es viel billiger ist, Menschen, Arbeit, Hände einzusetzen als Maschinen. Überall da, wo es zunehmend in die Kopfarbeit geht, haben wir das Thema mit der Menschenwürde nicht so ausgeprägt, weil damit auch eine andere Möglichkeit besteht, seine eigene Leistungsfähigkeit einzufordern, umzusetzen, auch in angenehmen Arbeitsbedingungen. Aber überall da, wo es nur darauf ankommt, im Produktionsprozess zwei Hände zu haben, die etwas zusammenstecken, etwas produzieren, etwas zusammenbauen, da haben wir dieses Problem mit der Menschenwürde. Und dieser Hühnerkäfig soll Ihnen zeigen, dass das nicht nur eine Frage der Tiere ist, da haben wir es auch ganz extrem. Das nennen wir dann Tierwohl, wenn wir ein Stück weit dagegen anarbeiten. Aber die Bilder aus diesen asiatischen Produktionsfirmen, wo Hunderte von Menschen, Hunderte von Frauen wie in einem Hühnerkäfig in kleinsten Zellen sitzen, um irgendetwas zusammenzunähen, zusammenzustecken, was wir dann preiswert kaufen können.
da ist es ja total ausgeprägt. Und da kommt auch diese große Thematik her, der Umgang mit der Menschenwürde. Abgesehen davon, wo Rohstoffe erschlossen werden, also wirklich noch harte körperliche Arbeit angesagt ist. In Afrika zum Beispiel habe ich gerade noch ein Bild gesehen, weil Hunderte von Menschen mit der Schaufel unterwegs sind, nur um irgendwelche Rohstoffe auszugraben, weil offensichtlich der Maschineneinsatz sich nicht lohnt. Also überall dort haben wir das Problem ausgeprägt, das mit der Menschenwürde hier. Und deswegen taucht das auch so auf, weil das natürlich in der dritten Welt das Entscheidende ist. Hier gibt es ganz, ganz viele freie Hände, die arbeiten wollen, um Geld zu verdienen und dafür auch ganz einfache, stupide Tätigkeiten machen. Taylorismus, das, was wir haben in unserem effizienten Produktionssystem, möglichst kleine Schritte, also einen größeren Produktionsprozess in möglichst kleine Schritte zu zerlegen und von einzelnen Händen ihn zusammenbauen zu lassen, war der Effizienzgewinn in der Produktion überhaupt. Dann das Prinzip grundsätzlicher Gleichstellung, das sagt auch noch aus eben, dass wir unabhängig von Geschlecht, Religion und all diesen Unterscheidungsmerkmalen, die wir haben, letztlich alle gleichgestellt sind. Das soll hier auch noch erwähnt sein, um das mit der Menschenwürde auch entsprechend auszudrücken. Und das ist schon lange hier bei uns in Europa das Thema der Gewerkschaften oder auch weltweit, diese menschenwürdigen Arbeiten. Und es ist immer noch spannend, wieso tritt das auf? Das heißt, wieso ist selbst in unseren Bereichen es so, dass Gewerkschaften immer noch für menschenwürdige Arbeit kämpfen müssen? Den Text habe ich von einem Arbeitsschutzportal, lesen Sie sich mal durch. Ich will ihn jetzt nicht insgesamt vorlesen. Entscheidend ist vielleicht nur der eine Satz, dass die Internationale Arbeitsorganisation gesagt hat, dass sichere, gesunde, faire und gut bezahlte Arbeit eine menschenwürdige Arbeit ist. Und wenn ich das wieder übersetze, ist das für einen Unternehmer alles Geld. Sicher ist Geld, das heißt, ich muss Bedingungen herstellen, dass der menschliche Körper und die menschliche Psyche nicht gefährdet ist, dass sie dabei gesund bleiben. Fair, dass die Arbeitsbedingungen auch so sind, dass man menschlich angenehm miteinander umgeht und gut bezahlte Arbeit, dass eben auch der Lohn entsprechend ist. Und wenn Sie das weiterlesen, dann kriegen Sie auch das Gefühl dafür, dass in diesem Problem von Arbeit, wahrscheinlich ist es diese Grundspannung Arbeit und Kapital, oder eben auch Gewinn ist gleich Ertrag minus Kosten, dass der hohe Arbeitsschutzstandard, der bei uns in Europa und in Deutschland vor allen Dingen umgesetzt ist, weitgehend gesetzlich erzwungen wurde. Das ist das, was Sie dort unten sehen. Arbeitssicherheitsgesetze, Arbeitsschutzgesetze, Arbeitsstättenverordnung, arbeitsmedizinische Versorgungsverordnung. Der Schutz des menschlichen Körpers am Arbeitsplatz ist weitgehend bei uns gesetzlich geregelt. Wo wir jetzt hier im Westen anfangen zu lernen und intensiver zu lernen, ist, dass auch die Psyche ein großes Thema ist. Also auch wenn wir körperlich unversehrt bleiben bei der Arbeit, wissen wir, dass wir mit unserer Psyche enorm belastet werden in unseren heutigen Arbeitsverhältnissen. Oder das auf jeden Fall immer wieder oder immer häufiger so ist. Und das hat was damit zu tun, finde ich einen spannenden Begriff, diese Gefühlsarbeit. Also was bringe ich auch an Emotionen mit in eine Arbeit hinein? Arbeiten 4.0 ist natürlich auch das Thema dieser entgrenzten Arbeit. Was ist, wenn ich permanent rund um die Uhr elektronisch mit meinen Aufgaben verbunden bin und sie auch durchführen könnte? Diese Entgrenzung von Arbeit, es kommt in mein Privatleben hinein. Abends um 11 Uhr muss ich noch Mails beantworten und so weiter. All diese Dinge führen dazu auch hier, dass menschenwürdige Arbeit auch bei uns auf eine ganz bestimmte Art wieder diskutiert wird. In dem Falle aber menschenwürdig für die Psyche. Es bleibt also ein Thema bei uns, auch hier im Westen, auch menschenwürdige Arbeit. Das wollte ich damit relativ kurz anreißen, um jetzt noch zu diesem Punkt zu gehen, das mit der Wirtschaftswachstum. Woher kommt das? Und da versuche ich einfach mal ein bisschen ganz ökonomisch zu argumentieren. Es geht einfach ums Geld. Wir gucken uns ein paar Geldströme an, um das zu verstehen. Und was Sie hier sehen, ist erstmal so wieder die ganz einfache Formel anders dargestellt. Gewinn ist gleich Ertrag minus Kosten. Das haben wir uns ein bisschen visualisiert. Sie angucken. Also in dem Bild ist der Gewinn ein bisschen groß dargestellt. So groß ist der Gewinn selten bei den Unternehmen. Die meisten haben 2, 3, 4, 5% Marge, wie das dann so schön heißt. Das ist hier groß dargestellt aus rhetorischen Gründen. Und wenn Sie jetzt sagen, so jetzt kommt das Thema menschenwürdige Arbeit noch einmal zurück, dass Sie sagen, Unternehmen sollen mehr Geld dafür ausgeben, damit den Menschen gesund bleiben, damit sie sichere Arbeitsbedingungen haben, damit sie faire Arbeitsbedingungen haben und damit sie gut bezahlt werden, dann fasse ich das mal zusammen unter dem Begriff der Restitutionskosten. Und das sind Kosten, alle Kosten, die dazu gebraucht werden, dass Menschen arbeitsfähig bleiben. Übrigens nicht nur Menschen, ich könnte auch sagen, dass die Natur produktionsfähig für uns bleibt. Das fasse ich da ganz genauso drunter. Deswegen ist das für mich ein Thema der nachhaltigen Unternehmensführung, dass man bereit ist,
in die Reproduktion der humanen und ökologischen Ressourcen auch wirklich zu investieren, dafür Geld auszugeben. Das sind die Restitutionskosten. Und wenn ich die plötzlich einführe, wird meine Gleichung schief. Wenn ich meinen Gewinn behalten will, den ich hatte, um mal anzunehmen, sagen, den setzen wir mal gleich, dann stelle ich fest, dass das jetzt nicht mehr ausgeglichen ist. Und jetzt treten drei Möglichkeiten ein, die ich nun habe. Das ist eigentlich relativ einfach mit dieser Gleichung. Ich kann die Erträge steigern, ich kann den Gewinn reduzieren oder ich kann die Kosten reduzieren, damit ich dann wieder eine ausgeglichene Formel hinbekomme. Da Gewinn ist gleich Ertrag minus Kosten, damit das alte Verhältnis wiederhergestellt ist. Wenn ich nun Erträge steigere, dann komme ich zu dieser Wachstumsfrage. Das heißt, wenn ich das nicht einfach über höhere Preise durchsetzen kann, so mit dem Hinweis, unsere Produkte sind jetzt nachhaltiger, die Konsumenten zahlen höhere Preise dafür, lässt sich empirisch kaum beobachten, heißt das, ich muss mehr absetzen. Und dann kommen wir gleich wieder in diese Paradoxie hinein, dieses Dilemma hinein. Das bedeutet nämlich, um mich nachhaltiger zu verhalten, muss ich noch mehr umsetzen. Damit die alte Formel wieder ausgeglichen ist, wieder auf das Niveau kommt, auf das ich sie gerne haben möchte. Ich kann natürlich auch sagen, okay, ich versuche es mal, das, was ich an Restitutionskosten, an zusätzlichen Kosten habe, auch mit irgendeiner anderen Kostenart zu reduzieren. Aber denken Sie daran, Kostenreduzierung, Kosten sind die Einkommen der anderen. Ich externalisiere damit fast auch wieder andere Wirkungen, auch wenn es legal ist. Aber andere haben dann weniger Einkommen, was wiederum für die bedeutet, sie haben weniger Erträge und sie müssen auch wieder an ihrer Kostenschraube drehen. Und damit drehen wir an diesem ganzen Wirtschaftssystem und an dieser Effizienzschraube durch das ganze System hindurch. Na, und die letzte Formel, das ist vielleicht die, die dann am unliebsamsten den meisten ist, ist die Frage, kann ich nicht auch die Gewinnerwartung reduzieren? Um wirklich für alles zu bezahlen, was ich an Leistungen in Anspruch nehme, um mein Geschäft zu betreiben, akzeptiere ich auch einen geringeren Gewinn. Also die Gewinnreduzierung ist ja auch ein Thema, ist aber für die meisten immer noch ein Tabu, die man mehr zwanghaft in Kauf nimmt, wenn es gar nicht anders geht. Die anderen beiden Themen, Erträge steigern, Kosten senken, sozusagen das Kerngeschäft des Managements, des Unternehmers, eben auch dort an den beiden Hebeln zu drehen. Ja, wenn ich jetzt mit mehr Wachstum versuche, mit mehr Erträgen, dann bin ich bei dieser Wachstumsfrage, dann wissen wir, und dann kommt häufig auch dieses Hauptargument, eigentlich das, was wir im Westen auch jetzt relativ gut sehen können, ist diese Frage nämlich, kann eine Wirtschaft endlos wachsen, wenn sie auf einem abgeschlossenen, in sich begrenzten System eigentlich beruht? Das heißt, wenn die Ressourcen dieser Welt nicht zunehmen, funktioniert das? Und können alle auf diesem hohen Niveau, Konsumniveau in dem Falle eben auch leben? Wir wissen ziemlich genau, dass das nicht geht. Dass also eine ständig wachsende Wirtschaft andere Systeme auch verdrängt. Deswegen bleibt die Frage, müssen eigentlich Unternehmen immer wachsen? Es gibt ganz viele volkswirtschaftliche Theorien, auch Wachstumstheorien, die möchte ich an dieser Stelle nicht bringen. Ich bleibe mal so bei meinem Geschäft, BWL, die Frage der Unternehmen und frage, müssen Unternehmen eigentlich immer wachsen? Ganz schnell mal so ein paar Punkte in den Raum gebracht. Stakeholderinteressen nehmen zu und können nur durch Ausgaben befriedigt werden. Das ist auch so, die Welt wird immer komplexer. Immer mehr Menschen melden ihre Ansprüche an das Unternehmen an, was auch heißt, dass Unternehmen die Leistung, die sie in Kauf nehmen, bezahlen müssen. Und dazu brauche ich Geld. Und wenn ich das nicht aus der vorhandenen Substanz nehme, möchte, denn dann habe ich hier das Thema der Gewinnreduzierung, muss ich wachsen. Und ich muss auch wachsen, um größer zu werden. Globale Kostenvorteile setzen eine kritische Größe voraus. Das heißt, um wirklich im internationalen Markt unterwegs zu sein, muss mein Unternehmen eine bestimmte Größe haben, um diese Prozesse zu überschauen zu können. Das heißt, genügend Leute mitfinanzieren zu können, die diesen Raum kontrollieren, auch die Transaktionen in diesem Raum kontrollieren und hier den Überblick behalten. Und Skaleneffekte reduzieren die Transaktionskosten. Skaleneffekte ist sozusagen diese betriebswirtschaftliche Logik. Wenn ich auf den vorhandenen Produktionsanlagen immer mehr produziere, reduzieren sich die Variablen oder die Fixkosten pro Stück und es wird damit insgesamt billiger. Ja, und sinkende Margen durch steigenden Wettbewerbsdruck kompensieren. Dadurch, dass viele Unternehmen in einem wettbewerbsintensiven Markt sind, heißt, alle anderen versuchen auch über den Preis zu verkaufen. Es gibt immer wieder Preissenkungen. Ich muss mit den Preisen senken. Gehen meine Erträge runter, gehen meine Gewinne runter, muss ich wieder wachsen, um das in einer Form zu kompensieren, wenn ich nämlich an den Kosten nichts mehr drehen kann.
Und dann kommt noch so ein psychologisches Argument. Wachstum ist ein Motivator für Mitarbeiterinnen. Es ändert sich, wir werden größer, schneller, reicher, bedeutsamer. Es macht Sinn, in diesem Unternehmen zu arbeiten. Auch das ist ein Grund für Wachstum. So, und auf dieser Tabelle, auch hier halten Sie eben den Film an, gucken Sie sich das einfach mal an. Vor allem, wenn Sie nicht Betriebswirtschaftslehre studieren, sagen, was heißt das eigentlich, wenn ein Unternehmen wächst? Was sind die Größen, die Kennziffern, die alle wachsen können? Das ist auf diesem Bild mit aufgeführt. Ja, wie ist das nun? Kann man nur überleben, das ist, was die meisten Unternehmer sagen, wenn man wächst. Und dann ist dieser Punkt, diese Logik, die dahinter steckt, die kann man relativ einfach ausdrücken. Nehmen Sie sich zu Hause, sind 6 Personen, Sie haben einen Kuchen, jeder bekommt damit ein Sechstel des Kuchens. Und wenn jetzt eine 7. Person dazukommt und der Kuchen wächst nicht, müssen Sie alle teilen. Das heißt, Ihr Anteil wird kleiner. Wenn aber in dem Moment, in dem die 7. Person dazukommt, auch der Kuchen wachsen würde, können weiterhin alle denselben Anteil bekommen und der zusätzliche Anspruch kann befriedigt werden. Das heißt, Wachstum ist eine Heilsformel, die Verteilungsprobleme enorm reduziert. Es kommen immer mehr Menschen dazu, es kommen immer mehr Ansprüche dazu, es kommen immer mehr Einkommensansprüche dazu. Und wenn ich das aus der Substanz verteile, heißt das immer, einer bekommt mehr, dafür muss ein anderer weniger bekommen. Wenn aber der Kuchen wächst, muss niemand weniger bekommen und einige können mehr bekommen. Und deswegen ist auch für die Politik Wachstum so unglaublich wichtig, weil es diese Art von Verteilungsprozesse, nämlich die Frage, wie wird das Erwirtschaftete verteilt, enorm entschärft. Dann ist ein Geben in die eine Richtung nicht zugleich ein Nehmen von jemandem anderen, sondern das wird aus dem Zuwachs bedient. Das drücken letztlich die Punkte aus, die ich Ihnen hier aufgeführt habe. Und wenn ich sozusagen in dieser Logik drin bin, dann bin ich auch ständig damit beschäftigt, dass ich genügend Ressourcen habe, neue Anforderungen da draußen zu begegnen, neu zu investieren, neue Märkte zu erschließen. Warum? Weil Geld, Gewinn, übersetzt dann in Vermögen, jederzeitige Problemlösung gleichsetzt. Das gilt auch für uns persönlich. Warum haben wir gerne Geld? Warum haben wir gerne Reserven? Wenn ein Problem auftaucht, können wir mit dem Geld, mit unserem Vermögen dieses Problem lösen, sofern die Lösung käuflich ist. Und trotzdem bleibt die Frage, warum müssen sowas wie Gewinne vielleicht immer steigen? Warum kann man nicht mit einem Gewinn einer Art zufrieden sein? Woher kommt das? Hier nochmal ein Blick mit in das Thema der BWL, ist eigentlich auch relativ einfach. Der Unternehmer investiert sein Geld, leistet den Kapitaleinsatz in der Hoffnung, dass sie auch wieder zurückfließt über die Produkte, die er verkauft. Und dafür, dass er das wagt, das ist das, was ihn als Unternehmer oder als Unternehmerin auszeichnet, bekommt er eine Risikoprämie. Nämlich das, was dann, nachdem das Geld zurückgeflossen ist, noch dazukommt. Das ist das, was dem Unternehmer gehört. Und darüber hinaus gibt es dann noch so etwas wie einen Überschuss. Risikoprämie ist eigentlich ein gedankliches Konstrukt. Der Gewinn setzt sich so zusammen aus Überschuss und Risikoprämie. Aber der Überschuss ist auch das, was vielleicht an andere Kapitaleigner der Firma auch geht. Oder aber was für weitere Investitionen im Unternehmen bleibt. Was wir hier nicht machen können, dazu empfehle ich Ihnen auch andere Veranstaltungen, ist die Frage, woher kommt eigentlich das Geld? Nur ein kleines Gedankenexperiment. Wenn jeder Geld investiert, Kapitaleinsatz für Produkte, Produktionen, die verkauft werden, das Geld kommt wieder an Sie zurück, bis das ausgeglichen ist, bräuchten wir nicht mehr Geld. Wenn aber in dem Moment ich mehr habe, das heißt die Risikoprämie, der Überschuss, der Gewinn fließt noch, vielleicht die Frage, wo kommt das Geld eigentlich her? Wessen Geld ist das? Und dann kommen wir zum Thema dieser volkswirtschaftlichen Frage, warum eine Volkswirtschaft immer weiter wächst. Denn wenn ich Gewinne mache, das heißt ich habe mehr Geld am Ende, als ich eigentlich investiert habe, hätte ich in einer gedeckelten Wirtschaft mit derselben Geldmenge das irgendjemand anderem weggenommen. Dann hat irgendjemand weniger. Und genau dafür muss auch die Geldmenge wachsen, damit diese Probleme wieder gemildert werden. Wahrscheinlich würde es auch einen ganz anderen Verteilungskampf geben. Ja, wir haben uns eine Welt aufgebaut, die immer komplexer wird. Das sollen auch diese beiden Produkte zeigen. Und diese Komplexität wird immer schwieriger zu handeln. Die ganzen Supportkosten für so etwas nehmen erheblich zu. Und das heißt, es wird alles immer teurer und aufwendiger, Produkte zu gestalten, Produkte zu vermarkten und für Produkte zu haften. Und deswegen wachsen
die Märkte auch und deswegen nehmen auch die Preise zu. Oder aber wenn die Preise nicht zunehmen, muss ich immer über größere Mengen im Markt unterwegs sein, um mein Geld zurückzubekommen. Und deswegen ist es einfach, auf diesen Märkten zu bestehen, wenn ich permanent wachse. Das heißt, ich habe immer wieder einen höheren Geldrückfluss, um den wieder zu investieren in meinen Erhalt als Unternehmen, in neue Produkte. Wenn das so der Fall ist, stellt sich diese Frage, jetzt kommen wir zum Thema Nachhaltigkeit, muss die Wirtschaft dauernd wachsen und könnte man, wenn sie dauernd wachsen muss, das heißt, wenn die Geldmenge dauernd zunehmen muss, könnte man sie vielleicht vom Ressourcenverbrauch entkoppeln? Das ist ein Gedankenexperiment, das wird sehr, sehr viel gemacht. Das soll Ihnen auch diese beiden Bilder zeigen. Das heißt, ist es möglich, dass wir immer mehr Einkommen erzeugen? Das ist die Kurve, die nach außen geht. Wirtschaftswachstum, Bruttoinlandsprodukt, Bruttosozialprodukt, was aber letztlich dann übersetzt ist in Einkommen, dass das immer weiter wächst und wir zeitgleich immer weniger Rohstoffe, Energien dafür verbrauchen. Ist das Ganze denkbar? Das wäre der Traum, das zu entkoppeln. Es würde auch schon allein funktionieren, wenn man das Ressourcenverbrauch auf einem bestimmten Niveau, das die untere Grafik einfrieren würde und sagen, okay, wenn wir das auf dem Niveau halten könnten, aber darauf immer weiter mehr Geld verdienen, und das Ressourcenverbrauchsniveau wäre sowas auch wie nachhaltig, weil wir dahinter Materialkreisläufe haben. Dann könnte man es auch relativ hoch halten. Und trotzdem würde aber die Frage, stellt sich die Frage, kann die Geldmenge wachsen, ohne dass wir immer mehr Ressourcen, Rohstoffe, Energien verbrauchen? Da gibt es keine Beispiele dafür. Das ist ein Gedankenexperiment, was relativ einfach zu denken ist. Faktisch lässt sich das aber nicht beobachten, weil es so gut wie kaum Wertschöpfungsprozesse gibt, also da, wo das Geld entsteht, wo nicht in irgendeiner Form Material und Energie bewegt wird. Kommen wir zu der Zusammenfassung. Ich habe gesagt, ich habe versucht, Ihnen darzustellen, dass das alles ein Dilemma ist. Ein Dilemma in der Form, dass ich sagen kann, dass menschenwürdige Arbeit automatisch höhere Kosten sind und damit entweder den Druck ausüben auf die Erträge, das ist dann die Wachstumsfrage, oder aber auf der Gewinnseite, dass man mit weniger Gewinn zufrieden ist. Das ist dann ein Prozess der sozialen Umverteilung, der dort stattfindet. Beide sind total schwierig. Und deswegen kann man auch gut verstehen, dass Unternehmen sich total zurückhalten im legalen Bereich. Also das geht immer darum, dass sie sich völlig legal verhalten, noch zusätzliche Kosten zu übernehmen. Weil die anderen beiden Parameter, Erträge steigern, so wird die Wachstumsfrage noch einmal stimuliert. Und die Frage der sozialen Umverteilung über die Gewinne, wie wird das erwirtschaftet verteilt, bei uns sehr, sehr schwierig sind. Das sollen diese beiden Prozesse auf diesen Bildern ausdrücken und sagen, diese Spannung zu halten, die ist nicht einfach. Und die braucht sowas wie eine integrale Ökonomie. Und das ist ein Stichwort, da lade ich Sie ein, dass Sie mal selber danach gucken, im Netz nachgucken, was das eigentlich heißt. Denn dann arbeiten wir am System. Wie schaffen wir es, ein Wirtschaftssystem zu kreieren, was es tatsächlich gelingt, Herz und Geld, Menschenwürde und Gewinne auszubalancieren.